Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und wir sind hier im Friedhof der Toten. Wir suchen ja immer noch nach Zombie-König. Ich wollte mal hier hinten reingucken, was es da hinten so Schönes gibt. Ach, guck an. Hier kommt sogar der Zombie hinterher gerannt. Der hat uns die ganze Zeit ignoriert, aber hier kommt sogar der Zombie mit. Na gut, der wird wahrscheinlich ein Level höher sein. Hinten war ich... Ich weiß gar nicht, ob ich hier hinten schon mal war. Bin dann selten. Auf jeden Fall steht hier eine Menge Viehzeug rum. Und ein König aber auch. Na, das ist ja schon mal was. Kommt da hinten was gefolgt? Nein. Gut. Dann den Zombie-König anvisiert. Weiter geht's. Und... Hep. Und... Hep. Wie gesagt, beim letzten Mal hat er uns so schnell weggeguckt, weggehauen, da konnte ich gar nicht zugucken. So schnell ging das. Ich hoffe, das passiert hier nicht mehr. Habe ich nämlich nicht unbedingt vor, mich unbedingt so schnell wegplatzen zu lassen. So, verließ Zombies, fällt mal um. Und ich schade, den wir hier bekommen. Ja, voll. Oh, hier wäre ein Nebel. Ich gehe mal aus der Nebelstelle hier raus. Muss ja nicht sein. So. Dann hier lang. Und so. Hep. Und. Hep. Ja, geht auf jeden Fall deutlich besser als vorher. War ja schlimm. War ja peinlich, als wir das letzte Mal hier drin sind. Gut, ist auch schon ein paar Levelchen her. Seitdem habe ich mich nicht mehr hier reingetraut. So. Dabei sind die Bosse doch gar nicht so böse. Sind nette Bosse. So, einer von dreien. Droppen werden die uns hier nichts mehr. Sind wir eigentlich schon zu hoch. Macht aber nichts. So, wir gucken nochmal rein. Vielleicht steht hier noch ein zweiter drin, aber ich glaube nicht. Hier war nur einer. Zumindest nur einen gesehen. Hinten sind auch noch normale Zombies. Da ist ein normaler Zombie. Das sind normale Zombies. Nee, nichts mehr. Gut, dann suchen wir an den nächsten. Zwei Stück, die finden wir hier drin auch noch. Lalalalalala. Schauen wir mal, wo laufen wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, plim plim plim. Wieso plim plim plim? Wieso plim 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 das? Ach so, eventuell für, naja gut, für das Kupfererz, was wir liegen lassen hatten. So, wieder hier runter. Genau, und dann einfach mal gerade. Gerade den Weg lang. Hier ist Silbererz. Grabbüchse brauchen wir nicht. Binden brauchen wir auch nicht. Hier ist lang auch noch Stäben. Stäbe brauchen wir gleich gar nicht. Da haben wir nur Füchse, Füchse, Füchse. Da ist ein Dicker. Da ist ein Dicker. Folgt uns was? Hau ab! Hau ab! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Jetzt. Wunderbar. Entsprechend werden wir uns hier mal erstmal in die Richtung dahinter begeben. Und dann dort ein bisschen hin und her rennen. So. Na, hier hinten steht an der Seite ein bisschen was. South Cross hat sich soeben den Titel Triumphaler Verzauberer verdient. Glückwunsch, South Cross. Okay. Wäre ja theoretisch Nummer 3. 2 von 3. So ist richtig. Hier drin nebelt es aber auch, das ist nicht normal. Hallo, ich sehe nichts. Ich kann eigentlich hier hinten weitergehen. Vielleicht brauchen wir hinten ja noch was. Oh, guck mal, hier drin wächst Gras. Das ist ja mal was. Oh, jetzt haben wir eine Vergiftung drauf. Verdammt. Mistviech. Ich hasse es, vergiftet zu werden. Vor allem von Zombies. Oder Untoten. Das ist irgendwie... Klingt schon von Haus aus eklig. Bestimmt irgendeine Krankheit, die ich mir hier eingefangen habe. Verwesungsgeruch hier überall. Ii. Ach nee, das bin ich. Ich war noch nicht duschen heute. Hihi.
So. Bom. So. Jetzt hat das. Wie lange hält das Ding? Periode Schaden, T2. Ich will mal in die Kräuter gucken, nur mal neugierig, warum hier Kräuter drin rumliegen. Das heißt, ich hau erstmal die Viecher hier weg. Hab keine Angst, ich mach dich auch zum Zombie. Als ob ich nicht schon einer wäre. Ich bin ein Vampir, Junge. Hab ich doch in einer der vorigen Folgen erwähnt. Bei mir da, bei Zombies immer das Lied Untot auf Urlaub einfällt. Von Jan Hegenberg. Kennt ihr das? Gebt's mal bei YouTube ein oder so. Klingt nicht schlecht. Na komm, geh auf, Rosmarin. Also normales Zeug nur. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas Besonderes drin ist. Vielleicht das Glanzpuder, was wir noch brauchen. Hätte mich aber auch gewundert, ehrlich gesagt. Guck mal, da hinten. Gräber. Unverbuddelt. Und die wackeln noch. Na gut, dann hätte ich sie auch nicht verbuddelt. Ich gehe mal aufs Pferdchen, wenn ich das schaffe. Komm mal. Die hauen aber auch. Die haben eine ganz schöne schnelle Haurate, die Viecher. So was. Muss ja nur noch einen von den Zombies hauen. So. Und klack. Und klack. Fall um. Ah, fürs Hündchen. Was machst denn du? Wo rennst denn du hin? Du sollst doch den hier auswählen. Hopp, hopp. Und bumm. Weg ist er. Okay. So, suchen wir mal den nächsten. Ich geh mal hier raus hier. Vielleicht ist hier irgendwo einer. Da ist auch einer. Nicht nur vielleicht. Sehr schön. Da, du, komm mal mit. Komm zu mir. Wollte ich gerade sagen, bleibt der Zombie stehen. Gerade der König schickt seine Bande vor. Pam. Nur noch einen brauchen wir. Nur noch einen. Den können wir hier raus. So. Hopp. Dann werden wir, denke ich mal, das Inventar endlich mal lernen. Das haben wir ja noch seit unserer letzten Turmrunde. Und zack. Und zack. Und klapp. 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 Und jetzt. Hopp. Und hopp. Ja, ich weiß, wieder anspruchsvolles Gespräch hier heute. Aber manchmal muss das halt auch sein. So, Zombie-König, jetzt fallen nochmal um hier. Alles gut, ja. Hopp. Hopp. Nochmal ein Kraftschuss und dann sollte das fast irgendwann reichen hier mit dem gezielten Schuss. Ne, noch nicht. Dann hauen wir mal noch ein paar so drauf. Genau. Wunderbar. So, und jetzt raus hier. Rolle dürfte ja nicht gehen hier drin. Probieren wir einfach mal. Plopp. Nein, diese Gegend kann nicht durch einen Teleport verlassen werden. Und wenn ihr jetzt übrigens trampeln hört, das war meine Freundin, die hier gerade durch die Gegend stiefelt. Die macht sich gerade auf den Weg zur Arbeit. Und da kann ich ja nicht die Folge unterbrechen. Nein, 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 das geht nicht. Ja, dann machen wir weiter. Hier lang. Und wie gesagt, wir reiten jetzt auf den Weg nach draußen, dann gehen wir nach Elde. Und in Elde, da machen wir dann... Was machen wir da? Ja, wir geben ab und verkaufen endlich mal. Abgeben ist nicht zwingend notwendig, aber machen wir trotzdem, wenn wir schon da sind. Verkaufen ist schon notwendiger. So, bin ich jetzt auch richtig? Ja, bin ich. Genau, hier bei dem Totenkopf am Eingang. Mit den zwei Hörnchen. Mondscheingrab betreten. Und ab da reißen wir einfach mal ein paar Rolle weiter. Geh auf und zack. Na komm, laden. So ist brav. Weiterladen. Jetzt. Wollte gerade sagen hier. Ah, jetzt bin ich abgestiegen.
Guck mal, von Nukem Brigade. Keine Ahnung, ob die auch mit Nukem zusammenhängen. Kann durchaus sein. Wie gesagt, das ist ja eine große Gilde. Bin immer noch Gründungsmitglied von denen, auch wenn die es nicht wahrhaben wollen. So, warum bin ich eigentlich nach Rumeln gegangen? Ich pfeife. Na gut, ich habe ja eh was zum Abgeben, also passt das schon. So, füllen wir erstmal Steinchen auf. Zack, zack. Da steht Voyager. Ein Erkunder. Dann gucken wir mal weiter. Seltenes Material können wir abgeben. Was soll das denn? Wann hat man das gemacht? Quest beenden. Na gut, wird schon seinen Grund haben. Ich wende keine Zeit. Fortsetzen. Geh und erzähl Karl davon. Ach so, das ist alles. Na gut, dann erzähle ich Karl davon. Karl! Karl! So. Geht's hier weiter? Machen wir mal weiter. Dann hier zu Karl. Siehst du, ich hätte oben auch gleich verkaufen können, habe ich vergessen. Guck mal, da ist X-Rainy wieder. Hier lang. So. Hier lang. Verlauf mich hier fast. Hier runter. Da drüben ist Karl. Das geben wir noch ab. Verkaufe ich alles. Steine habe ich zwar geholt. Schon geholt. Machen wir aber auch beim Stein. Und die können wir eigentlich gleich beim Schmied machen. Und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Beziehungsweise eine Folgenpause. Aufnahme beende ich nicht ganz. Aber die Folge, damit ich mich von meiner Freundin verabschieden kann, muss die diesmal etwas kürzer sein. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Aber die Freundin geht halt vor. Guck mal, ein GM ist auch da. GM Kenneth. Zecke, meinst du vorgestern richtig? Du meinst vorgestern richtig? Was hat Zecke denn gefragt? Da war ich wahrscheinlich noch nicht da. So. Na gut. Ach doch, da. Aber sie war dann tot, obwohl sie noch lebte. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Die Prinzessin ist kurz nach der Echo-Höhle gestorben und wurde von einem deiner Mitspieler wiederbelebt. Aha. Nee, die will ich doch nicht haben. Karls schlechtes Gefühl, was sagt das? Karl ist beunruhigt. Ja, die nehme ich gleich noch mit an hier. Mehr gibt's nichts zu sagen, geht sofort zu James. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Kaufen. Hopp. Dann die ist scheiße, die tun wir weg. Weg. Das ist eigentlich auch scheiße, tun wir auch weg so. So, zack, zack, zack. Den wollte ich eigentlich behalten, nicht blöd, Mann. Aber, naja, gut. Ist er weg. Einfacher Pilz, gewöhnliche Pilze. Weiß ich nicht, brauche ich die noch? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, ich könnte die noch brauchen. Ich lasse die mal da. Okay. Dann, in dem Fall, gehen wir mal runter mit einem HP, den wir nur noch haben. Glücklicherweise geht die Vergiftung halt da auch nicht weiter. Deswegen stört das jetzt auch nicht wirklich. Die ist eh alle jetzt. Gut. Aber, was jetzt auch alle ist, ist die Folge. Wie gesagt, Freundin geht vor. Beim nächsten Mal geht es wieder ein bisschen länger, wie immer, halt um 15 bis 20 Minuten. Bis denn, ne? Tschüss!